sind auf dem Flug nach Toulouse und das ist für Sie auch für das DLR auch eine gewisse Premiere. Ist das jetzt mal erst stolz, dass man sozusagen in der Forschungsfliegerei wieder ein Stück vorankommt? Ja, natürlich ist das ein gewisses Maß an Stolz, weil wir haben uns ja diesen Flieger angeschafft, um halt das DLR als Speerspitze der Forschung nach vorne zu bringen, weiterzubringen und um halt auch an die Luftfahrtindustrie, die deutsche Luftfahrtindustrie, auch die europäische Luftfahrtindustrie ranzukommen, ist es halt ein wichtiger Schritt.